Borussia, BB2K Airsoft Channel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr überhaupt eingeschaltet habt, denn heute gibt es kein Airsoft Review und auch kein Taschenlappen Review. Habt ihr aber noch Glück gehabt. Nee, heute mal was ganz anderes. Ich habe erst überlegt, machst du es nicht, machst du es doch. Aber ich dachte, vielleicht interessiert es euch auch. Ich habe mir nämlich was Schönes kommen lassen von der Firma Garmin. Eine tolle Smartwatch, meine allererste Smartwatch. Überhaupt, ich habe sonst immer nur die Standarduhren. Diese hier, die kennt ihr ja auch schon eine ganze Weile. Das ist meine Casio G-Shock. Allein schon wegen der gelben Farbe ist sie euch bestimmt immer aufgefallen. In meinen Reviews habe ich schon seit über 2 Jahren. Und ich dachte mir, ja, fürs Jahr 2023 holst du dir mal eine Sport-Smartwatch. Heißt das nicht, dass ich jetzt Marathon laufen möchte oder wie ein Bär jetzt hier vor euch sitzen möchte in Zukunft, sondern einfach nur, dass ich ein bisschen mehr auf meine Fitness und auf meine Gesundheit achte. Und so eine Uhr bietet einem ja da eine ganze Menge Spielereien. Und ihr wisst, wenn Männer spielen können mit technischen Geräten, dann hat das auch irgendwie einen anderen Effekt. Und zwar auch den, dass man vielleicht sich auch ein bisschen, ja, gesünder und bewusster bewegt. Ja, von daher bin ich gespannt, ob das auch wirklich nachher so ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, was habe ich mir kommen lassen? Ich habe hier für euch die Garmin Tactics 7 Pro. Von der Uhr gibt es 3 Varianten, Standard, Pro und Pro Ballistik, unterscheiden sich in Lieferzubehör und im Preis natürlich. Erzähle ich alles nachher, wenn wir das auspacken und in Betrieb nehmen. Genau, und darum geht es auch. Ich packe mit euch zusammen diese Uhr aus, werde sie dann mit meinem Smartphone koppeln und mal die ersten Schritte machen, um das Ding einzurichten. Werde meinen ersten Eindruck mit euch teilen, denn ich bin echt mega gespannt, was mich gleich erwartet. Ich weiß, 51 mm Uhrenbreite, ein richtig fettes Monster, da ist das Ding hier ganz klein. Ob das überhaupt an meinen schmalen Armen noch gut zur Geltung kommt, all das, das werdet ihr nach dem Intro mit mir zusammen erleben. Falls ihr jetzt gefrustet seid, kein Airsoft-Review, dann ist jetzt genau die richtige Chance, jetzt abzuschalten für alle, die interessiert sind, mit mir jetzt diese Uhr hier auszupacken. Die bleiben dran und nach dem Intro geht's dann los. So. Dann geht's jetzt los. Ich glaube, ich hatte am Anfang aber noch nicht die Preise gesagt. Die Pro kostet 1300, die Standard 1100 und die Pro Ballistik 1600 Euro. Ganze Menge Geld. Unterscheiden tun sich die in der Lieferumfang. Die Standard hat ein schwarzes Silikonarmband, die Pro hat einen Nylonarmband und zusätzlich noch einen Silikonarmband und hat hier noch so ein Solarpanel drauf, sodass die Uhr dann auch noch mit Hilfe der Sonnenenergie noch ein bisschen aufgeladen wird. Und die Pro Ballistik hat darauf zusätzlich noch so eine Ballistik-App. Das ist was für Long-Range-Schützen. Da können die halt ihre Kaliberdaten eingeben, die Entfernung, und anhand von den Wetterbedingungen sagt einem die Uhr, wie man sein Zifferrohr einzustellen hat und dann, ja, um den perfekten Schuss abzugeben. Ist natürlich überhaupt nichts für mich. Da habe ich mir die 300 Euro gespart. Ich habe mich für die Tactics 7 Pro entschieden wegen der Lünette, weil die so ein bisschen was Militärisches an sich hat. Also gefiel mir absolut genial, aber ich merke schon wieder, ich laber. Eigentlich muss ich das Ding hier auspacken. Warum mache ich es eigentlich nicht? Ich mache es jetzt. Ich hole jetzt das Messer raus und dann werde ich jetzt die Siegel hier mal mit dem Messer durchschneiden. Und dann geht es endlich los. Und dann machen wir das Ganze mal auf. Und ich denke, dann werden wir dann auch gleich mal dann die Perspektive ändern. So, wie ist das, der Karton? Und jetzt lüfte ich ihn. Oh, ist das ein Klopper? So sieht er aus. Die Garmin Tactics 7 Pro hier noch mit so einem Aufkleber drauf. Werde ich mal abziehen. So. Wow. So, jetzt denke ich mal, ein geiles Teil. Ändere ich mal die Perspektive und dann holen wir es mal raus, oder? So sieht der Karton erstmal aus. Richtig, ein riesen Bucker, wenn ich das erstmal mit der Uhr vergleiche. Ja. Ein Riesenklopper. Bin gleich mal gespannt, wie das aussieht. Holen wir sie mal raus. Und hier ist das hier noch so. Ja. Das ist das Nylon-Armband. Ein richtig schönes, robustes, stabiles
Band sieht das aus. Ja, hier ist der Sensor, der dann nach hier alles misst, wie es den Brusi so geht. So, dann gucken wir mal, was hier noch mit dabei ist. Ja. Das ist hier das Silikonarmband. Schön weich. Wie gesagt, von diesen Armbändern gibt es dann auch verschiedene. Da könnt ihr euch dann auch, kann ich mir zum Beispiel wieder was Gelbes holen. Vielleicht hole ich mir auch mal eine andere Farbe. Ja, mal schauen. Da kosten die Bänder, glaube ich, 49 Euro. Dann haben wir hier noch einen Ladekabel dabei. Die Uhr hält richtig lange. Soll fast einen Monat halten, der Akku. Je nachdem, wie man die Uhr nutzt. Aber auf jeden Fall wesentlich länger als zum Beispiel eine Apple Ultra. Die hatte ich mir ja auch schon angeschaut. Bin aber dennoch bei der Garmin stehen geblieben. Weil ich denke mal, der Apple Ultra, der muss dann noch wahrscheinlich noch ein Jahr oder zwei Jahre geben, um zu schauen, was aus dir noch wird. Ja, dann haben wir hier noch eine Anleitung. Wahrscheinlich in verschiedenen Sprachen. Und hier, was ist das hier auch nochmal? Irgendwelche Informationen. Ja, das ist der Lieferumfang, der euch erwartet. So, jetzt schiebe ich das mal zur Seite. Ich würde sagen, jetzt mal erstmal zur Probe einmal anlegen. Ah, guckt euch mal den Unterschied an. Das ist gewaltig. Okay, dann legen wir die mal an und dann gucken wir mal. Wahnsinnssache. Also ziemlich leicht. Ich glaube 89 Gramm wiegt sie. Aber ich muss ehrlich sagen, gar nicht mal so schlimm. Ich habe mir es gewaltiger vorgestellt an meinen Ärmchen, aber ich finde, das geht absolut. So, dann wollen wir sie mal anschalten. Ah. Dazu, da habe ich schon geschummelt, wie das funktioniert, muss man hier diesen Knopf drücken. Damit schaltet man die Uhr ein. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ja. Tactic 7 sieht ja schon mal richtig cool aus. Jetzt wird hier richtig wahrscheinlich ein Betriebssystem hochgefahren, also nicht so wie bei meiner Garmin, wie bei meiner G-Shock. Die ist einfach an. So, gucken, wie lange das dauert. Sieht jedenfalls optisch schon mal genial aus. Das Display gefällt mir schon sehr schön. Dreh, okay. Ja. Ready. Front. Achso, ist alles. Ach, jetzt haben wir hier so einen Knopf. Kann man hier auf den Knopf drücken? Ich glaube, ich könnte das sehen. So. Ah, jetzt kann ich die Sprache einstellen. Das Schöne ist, sie hat auch ein Touch-Display. Ich kann jetzt hier meine Sprache einstellen. Deutsch bestätigen, glaube ich, war mit hier dem Knopf. Was ist denn da jetzt? Achso, jetzt kann man das Telefon koppeln. Dazu muss ich mir jetzt erstmal hier auf meinem iPhone die App runterladen, die Connect-App von Garmin. Ich melde mich gleich wieder. Garmin Connect IQ und Connect habe ich mir schon mal runterladen. Connect IQ ist nachher, wo man sich dann auch ein paar Apps runterladen kann. Connect ist die Software für Smartphone, ja, damit ihr euch die ganzen Daten anschauen könnt, dass ihr das Gerät einstellen könnt. Ich hatte sogar schon mal einen Garmin-Account gehabt, da musste ich erstmal das Passwort mir wieder besorgen. Ja, schauen wir mal, was passiert. Möchte jetzt mit Bluetooth verwenden, okay. Fortfahren. Ja, weiter. So. Ah, da. Erkennt anscheinend schon, dass ich hier die Smartwatch habe. Jetzt muss er ja irgendwie hier mit den Koppeln mal anfangen. Achso, muss ich wahrscheinlich hier nochmal drauf drücken, ne? Na? Doch, jetzt hat er es. Verbinden. Erlauben. Ich denke mal. Jetzt hat er es, wa? Die Uhr zeigt er an. Also. Schlafenszeiten. Okay, 22 Uhr, 6 Uhr. Passt ja fast. Weiter. Standortberechtigung. Sagen wir mal ja.
ja, Kalender, ja. Ich denke mal, das kann man nachher alles wieder verstellen, synchronisieren. Fertigstellen. Weiter, weiter. Das überspringe ich erstmal auch. So, achso, jetzt möchte er hier mit Health sich connecten. Das ist sehr cool, dann kann ich sozusagen auch die Fitness-App von Apple anscheinend mitnutzen, erlauben. Wetterposition machen wir auch an, dann mal, alles klar. So. Jo. So, ich würde sagen, das ist es jetzt erstmal. Dann haben wir die Uhr soweit eingerichtet. Man kann jetzt hier ja mehrere Sachen machen. Zum Beispiel hat man jetzt hier, wenn man hier drauf drückt, hat man so einen Schnellfunktionszugriff. Und da haben wir ja verschiedene Modis, die man sich angucken kann. Da sind auch die ganzen taktischen Sachen mit dabei, wie zum Beispiel Nachtsichtmodus. Oder war da noch was? Tarnmodus. Bei Tarnmodus wird alles abgeschaltet, was so ein bisschen sendet von der Uhr aus, also GPS und so eine Geschichten. Da haben wir natürlich dann auch eine bessere Laufzeit. Ja. Aber ich gucke mir das nochmal an. Glaube ich, eine Uhr, dann hat das Ding hier noch eine Lampe. Ich glaube, das war hier Doppelklick drauf, ne? Genau, haben wir hier noch eine Lampe drin. Ne? Geht die wieder aus? Muss ich mich erstmal mit beschäftigen. Geht die wieder aus? Hilfe! Hilfe! Ich krieg die nicht mehr aus. Aber wahrscheinlich hier nochmal Doppelklicken, ne? Ja, jetzt geht sie wieder aus, genau. Und dann kann man hier wohl die ganzen taktisch haben wir hier auch. Jumpmaster, falls ich mal falsch umspringen will. Ah, hier sind Karte. Wenn ich hier Karte drücke. Ah ja, da zeigt er jetzt Karte an. Sehr cool. Das ist natürlich jetzt richtig cool. Ich möchte es gerne haben. Daher, wenn ich dann im Sommer hier meine Fahrradtour machen, kann man dann mich hier auch die Komoot-App mit koppeln und dann kann man Fahrradtouren mit planen und dann kann man sich dann mit Hand hier mit der Uhr dann auch noch navigieren lassen. Achso, dann kann man sich hier auch noch Displays einstellen. Das war hier irgendwo, ne? Ja, kann man sich hier seine. Ach, das sieht ganz cool aus. Anwenden. Achso, hier kann man auch noch Layouts ändern, wenn man will. Auch die angezeigten Daten ändern. Ja. Finde ich aber so richtig cool. Man kann sich natürlich jetzt auch über die Connection IQ App noch andere Displays hochladen, selber welche erstellen. Aber ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal. Ich schwenke erstmal wieder zu einer anderen Kameraansicht. Ja, dann haben wir es erstmal soweit eingerichtet und ich muss ehrlich sagen, sieht gar nicht schlecht aus hier an meinem Ärmchen. So groß sind die 51 mm doch nicht. Finde, passt schon ganz gut. Aber im Vergleich hier nochmal zu der G-Shock, ja, ist das schon ein Wahnsinns-Booker. Ja, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Wir haben zusammen die Garmin Tactic 7 Pro ausgepackt, haben sie in Betrieb genommen, haben die mit dem iPhone gekoppelt und haben schon ein bisschen was hin und her geklickert. Ihr habt gesehen, gar nicht professionell. Liegt auch daran, wie gesagt, das Ding ist gerade frisch ausgepackt. Habe mich nur so ein bisschen nebenbei informiert, wie man wo was zu drücken hat. Aber ihr merkt, da ist noch ein bisschen Input nötig hier, um zu wissen, wie die Uhr genau funktioniert. Ich werde mich damit jetzt auch natürlich beschäftigen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt das mal unten in die Kommentare rein. Wenn ihr gerne mehr sehen wollt von mir, wie ich hier mit der Uhr kämpfe, was ich für Erfahrungen gemacht habe, dann schreibt das auch mal unten rein. Wenn ich merke, da ist Interesse dran, dann werde ich nach so, ja, nach ein, zwei Monaten werde ich noch mal ein Video machen. Dann kenne ich mich wahrscheinlich auch bombig mit den ganzen Funktionen aus, habe auch die ersten Erfahrungen gesammelt und kann euch auch mal sagen, ob das überhaupt auch vielleicht auch das Richtige oder Falsche war, was ich mir da angeschafft habe. Also ich bin mega gespannt, also zurzeit absolut optimistisch, rein schon optisch gefällt mir die Uhr absolut genial. Ja, und wenn einer noch Tipps und Tricks hat, auch alles unten rein, wenn einer weiß, ja, hol dir die App, mach mal das und so, einfach mal alles, was ihr wisst, alles da reinschreiben, lese ich mir alles durch. So, das war's von mir gewesen, Bruce B2K Airsoft Channel. Mit der Garmin Tactic 7 Pro. Bleibt mir mein Standardspruch. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, klickt mal Daumen drauf. Unten gibt es ein weiteres Video von mir. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder gesund und munter. Besonders jetzt mit der Uhr hier. Ich bin gespannt. Das war's von mir. Bruce, ich bin raus. Man sieht sich.